Das Schwierige an der Regie in der Produktion war auf jeden Fall, dass man den Überblick behält, weil wir sehr viel improvisiert haben und uns jetzt nicht hundertprozentig an das Skript und das Storyboard gehalten haben. Wir haben am Set schon geschaut, dass wir eine relativ lückenlose Aufzeichnung davon machen, welche Shots das wir dann verwenden werden, also welche die endgültigen Shots sind, die wir nehmen. Das hat natürlich die Arbeit im Schnitt dann um einiges vereinfacht, weil man nicht lang um und umsuchen muss. Problem im Schnitt war definitiv, dass der Film irrsinnig kurz ist. Also bei jetzt 2 Minuten Rohfassung ist eigentlich nicht recht viel Spielraum für irgendwelche gestalterischen Elemente. Gehetzt, ja. 2 seconds after the first has crossed, then the second starts. Kannst du das auf 3 einfach mal nur durchs Bild laufen? Okay. 1, 2, 3. Oh mein Gott! Wir schauen mal aus, können wir starten? Nein. Die einzigen Probleme, die wir ein bisschen gehabt haben, waren einerseits das Zeitmanagement, weil der Unterricht sehr begrenzt war und die Stunden, die wir zur Verfügung gehabt haben. Und ein bisschen die Requisitensituation gerade, der aufwendige Nachbau der Mauer, den wir im Studio gehabt haben, den wir nur für einen Drehtag zur Verfügung gehabt haben. Aber ich glaube, durch das, dass wir ein sehr produktives und sehr cooles Team gehabt haben, die sehr stark zusammengearbeitet haben, dass da ein sehr gutes Produkt daraus entsteht. Die Produktionsleitung, die war auch immer sehr dahinter, dass man mit der Zeit zusammenkommen und das richtig einteilen, weil Zeit war nicht wirklich sehr viel zur Verfügung und ich denke, dass wir das trotzdem sehr gut gelöst haben. Und die lassen jetzt gerne so, mehr weniger her, komplett fertig. Ja genau, er kommt da und dann fällt er aus dem Augenwinkel, da ist ja ein Loch und fängt dann an, dass du das Loch schaust. Ich glaube, eine der größten Herausforderungen bei dem Projekt war es auf jeden Fall die Story, die ja in einem relativ kurzen Zeitraum abläuft, aber trotzdem so viele Facetten einer Geschichte beinhaltet, die irgendwie auf die verschiedensten Arten und Weisen einzufangen, sodass man im Endeffekt dann die Story so erzählen kann, wie es geplant war von uns. Und darüber hinaus auch, dass man das Set in dem Maßstab, in dem es wir zur Verfügung gehabt haben, so einsetzen kann, dass die Umgebung, in der das Ganze stattfindet und in der das Ganze spielt, glaubwürdig rübergebracht und dargestellt wird. Warum habt ihr die Mauer da hingestellt? Eigentlich hauptsächlich, damit wir hinter der Mauer mehr Platz haben. Wofür? Für Lichter und ein bisschen auch für den Abstand, wann die Menschenmenge noch von da vorbeilaufen, dass sie nicht so nahe an der Mauer ist. Ah ja, im Prinzip richtig gedacht. In Anbetracht dessen, dass ihr jetzt das Licht zugesetzt habt, die Mauer so weit vorn, ist das im Kreislauf eigentlich, die müssen ja hinter der Kamera und dann hier wieder vorbei, habt ihr dann wenig Platz. Die Prämisse des Ganzen war einmal das Studio, eine Produktion im Studio zu machen. Das heißt, nicht draußen im Freien, sondern hier. Und dann haben wir dafür 10 Einheiten. So, innerhalb der 10 Einheiten jetzt einen Film zu machen. Da kann man natürlich alles möglich machen. Nur, es ist eine Abgrenzung zum Dokumentarfilm.
Das ist der Spielfilm. Das heißt also das Fiktive. So, das heißt, eine Geschichte erzählen. Ja, okay. Das ist also mal das, was die Voraussetzung war zu diesem Konzept. Mein Baustellenlift, wo ist mein Baustellen? Kameraassistent schlägt die Klappe. Kannst du den noch auftragen in 2020? Ja. Das Ziel war eigentlich, die Szene möglichst minimalistisch auszuleuchten und den Fokus ein bisschen auf das Wesentliche zu legen und auch vielleicht ein bisschen den Blick des Betrachters zu lenken, dahin, wo er eigentlich sehen soll. Es war oftmals ein bisschen kompliziert, vor allem im Hinblick eben auf die reduzierte Kulissensituation, dass man wirklich auch mit dem, was man vor Ort zur Verfügung hat, gestalten kann und das Ganze möglichst inszeniert darstellt und die Limitierungen ein bisschen verschleiert in der Dunkelheit. Und Schnitt. Ich weiß, das erste, wo wir nicht in den Scheinwerfer im Bild geguckt haben. Also meine Hauptaufgabe am Set war eigentlich nicht, dass ich auf Aufnahme drücke und schaue, dass alles passt, sondern hauptsächlich, dass ich Achim dazu motiviere, dass er die Tonangel gescheit hält. Ja, die Aufnahme des Set-Tons war besonders wichtig, um im Nachhinein in der Post-Production den natürlichen Charakter der Szene, der Situation wiederherstellen zu können. Und am Set war natürlich eine wichtige Aufgabe von mir noch zu schauen, dass der Dario auch immer auf Record drückt. Aber ich muss ja trotzdem irgendwie den Blick haben. Ja. Ich muss einfach passen. Man, von der Position ist es wurscht, weil wir nutzen nachher dann das Framing als ganze Wand her, weißt du, was ich meine? Ja. Dann schaut es so aus, wie wenn die Wand wirklich nur länger weitergegangen ist. Ja. Thema ist Flucht. Ja, wir erzählen da die Geschichte einer Flucht und das ist natürlich zeitaktuell, nicht? Wir haben ja so viel in unserer Zeit augenblicklich also mit den Problemen der Flucht zu tun, tagtäglich. So ist das also mal thematisch naheliegend gewesen. Und jetzt natürlich in 10 Einheiten jetzt einen Kurzfilm zu machen, einen fiktiven, da wird es also natürlich schon schwer, sprich die Länge. Da haben wir uns also mal so eingependelt auf 60 bis 90 Sekunden. So, in 60 bis 90 Sekunden eine Geschichte erzählen. Das ist die Aufgabe gewesen. Im Storyboard ist ja drin gestanden, Winteroutfit, glaube ich. Das war dann bei insgesamt wahrscheinlich 6 kW an Scheinwerfer nicht das Beste für uns Schauspieler sozusagen. Aber wenn es das Licht erfordert,
Will man da nicht drei reden, weil sonst riskiert man ja, dass sich gar jemand aufregt. Und das will man ja nicht. Ich mag seine Auszucker, sind immer wieder amüsant. Sehr unterhaltsam. Ja, wenn es einfach knapp ist und jeder irgendwas braucht und man 10 Orte gleichzeitig sein muss, das ist oft ziemlich lästig, wo man dann wirklich neu dran war, dass man wirklich auszuckt, sich aufregt und alles zusammenhaut und einfach ein bisschen Action, ein bisschen Anarchie einfach in die Szene einbringt. Vielleicht kann man es so ausdrücken, einfach mehr am Tisch hauen und wirklich ein Statement setzen einfach. Erst fokussieren, dass er ein Warmer werden wird. Wir können eigentlich noch dynamischer sein, das heißt noch mehr Einstellung hineinbringen. Das heißt, je schneller wir schneiden können, je dichter wir werden, umso dynamischer wird das Ganze. Die Herausforderung des Ganzen ist natürlich, wenn du ein leeres Studio hast, ist die Herausforderung an die Kreativität. Gut, finde ich auch und interessant, wie viel Bauschutt das die FH eigentlich gelagert hat und den man verwenden kann. Also von Sound über Ziegelsteiner, ich weiß nicht, für Planen, Lotten, Rädeln, das ist gut, dass das da herumliegt. Leeres Studio, Flucht und dann haben wir nichts anderes zur Verfügung als 10 Ziegelsteine und etwas Sand. Hinter 10 Ziegelsteinen verstecken sich Flüchtlinge. Szene 3.1AA, Take 1. Ja, ich glaube, es war das ganze Projekt eine ziemlich intensive Erfahrung für alle Beteiligten. Sowohl von der Technik wie auch vom Szenischen her. Und besonders intensiv war es, glaube ich, für den Raphael, weil der hat leider das Pech gehabt, dass er mal in mein Messer gerannt ist während der Dreharbeiten. Ja. Ich falle auf die Knie, also ich habe den Stich gekriegt gerade und falle auf die Knie und falle um. Ich weiß noch nicht genau wohin. Und Action. Markus! Markus! Film ist Illusion. Wir müssen ja nicht die Realität, ich rede vom fiktiven Film, nicht die Realität jetzt ablichten, wie im Dokumentarfilm, sondern wir erfinden, wir kreieren. Und wir müssen die Illusion vermitteln dem Zuschauer, dass er Realität empfindet. Aber wir müssen nicht so realistisch das jetzt alles darstellen. Wir müssen nicht so realistisch alles bauen. Noch einmal, wir haben 10 Ziegelsteine und das ist in unserem Film eine hohe Wand, hinter der sich 2 Menschen verstecken können. Und das ist natürlich jetzt einfach die Herausforderung an all die Studenten, dass man mit so wenig Mitteln jetzt eigentlich in der Lage ist und 4 Studenten, 10 Ziegelsteine, etwas Sand, 4 Studenten und ein Messer. So, das ist das, was wir zur Verfügung haben. Und daraus haben wir also den Film gemacht.